Hallo, guten Morgen, meine lieben Menschen da draußen. So, Freitag der 13. Manche haben ja Angst, dass das ein Unglückstag ist. Auf jeden Fall ist es mal ein mystischer Tag, ne? Jo, wo sowohl die Guten wie auch die Schlechten was bewirken, ne? So, da habe ich gedacht, da lege ich heute mal Karten drauf, ne? Da habe ich die Engeltherapie von der Doreen Virtue und habe mal die Kippa von der Regula Elisabeth Fichter. Ne? Jo, gestern war ich auch mal draußen. Also, was mir mal so draußen auffällt, ne? Die Rücksichtslosigkeit beim Autofahren greift um sich. Ne? Jo, die fahren einen da fast über den Haufen. Ne? Muss man echt aufpassen, ne? Und ein Verkehr, also sowas habe ich noch nicht erlebt, ne? Jo, da werden die Leute, die werden auf die Seite gedrängt, ne? Jo. Neues Motto: Es ist geil, ein Arschloch zu sein, es ist geil. So richtig dreckig und gemein, wenn du ein Schwein bist, gehört dir alles allein, es ist geil, ein Arschloch zu sein. Ja, die setzen sich hinter Steuer und mutieren zum Psychopath. Das fiel mir mal gestern auf, ne? Also schlimm, ne? Rücksichtslos wird da losgeprescht, ne? Ja. Ach, ich sag's euch, natürlich ist das nicht geil, ne? Fehlt die Menschlichkeit. So, jetzt gucken wir mal. Wie wird denn heute Freitag der 13.? Bei mir hat er schon mit Kopfschmerzen angefangen, ne? Ja. Und mit Kopfschmerzen ging er weiter. Dann gingen Dinge kaputt. Normalerweise liebe ich diesen Tag, ne? Aber heute, da fängt er schon bedenklich an, ne? Naja. So. Im Namen Gottes. Was ist denn heute am Freitag, den 13., wichtig? Ne? 13 steht eigentlich für Neuanfang, ne? Ja, es geht um dich. Ne? Um dich. Im Namen Gottes. Was ist heute wichtig für dich? Oh, du wirst heute ein Geschenk bekommen. Glückskarte, Angenehmes, Wunscherfüllung, Besuch, Lob. Hier schenkt dir jemand seine Aufmerksamkeit, ne? In der Liebe kriegst du auch Zuwendung, ne? Solltest du einen Partner haben, der wohl liebevoll ist. Bei toxischen Leuten kannst du das vergessen, ne? Bist erfüllt im Beruf, kriegst Anerkennung, vielleicht kriegst du eine Lohnerhöhung. Also die Karte steht für das sprichwörtliche Geschenk des Himmels, ne? Das kann natürlich auch ein Kinderwunsch sein, der sich erfüllt, oder du kriegst ein Enkelkind. Vielleicht Geldgeschenk, vielleicht aber auch die richtige Behandlung für deine körperliche Erkrankung, ne? Im Namen Gottes. Hier hast du, kriegst du den guten Rat einer Frau, Hilfe in der Not, ne? Ältere, reife Frau, ne? Es kann eine Geliebte sein für die Männer oder eine ältere Partnerin, ne? Tiere, Libellen und Hunde, ne? Libellen stehen ja für die geistige Welt, ne? Auf jeden Fall kriegst du mal Hilfe in der Not. Das war auch schon mal was, ne? Was ist denn heute noch wichtig im Namen Gottes? Am Freitag, den 13. Ah, so, hier dreht sich noch um meinen Partner. Im Namen Gottes. Was ist heute noch wichtig? Arbeit, Beschäftigung, Freizeitbeschäftigung, tägliche Pflichten, deine Alltagsbewältigung. Vielleicht machst du Gartenarbeit, ne? Oder arbeitest an dir selbst, ne? Jo. Vielleicht hast du auch irgendwelche Arbeitskrankheiten bekommen, ne? Im Namen Gottes. Was ist denn heute noch wichtig? Dass da überall eine Veränderung reinkommt, ne? Vielleicht ein Umzug, der änderst deine Meinung, eine Veränderung deiner Lebenssituation. Diese Karte ist keine Personenkarte, sagt aber aus, dass jemand jetzt irgendwie aktiv handeln wird, ne? Weil die Zeit für eine Veränderung reif ist. Veränderungen in der Liebe möglich, Trennung oder Umzug wegen Partner.
Beruflich sieht das genauso aus. Veränderungen im Beruf, Umzug wegen Stelle oder du hast ein Kind, wo auszieht. Ne? Ja, handeln wird auch zwingend. Im Namen Gottes, ich sehe schon, die Karten haben sich Freitag, dem 13. angepasst. Was ist denn heute noch wichtig? Ja, du hast falsche Personen um dich. Beiderlei Geschlechtsneider. Ne? Ja, pass auf, dass sich niemand täuscht heute, ne? Weil hier läuft ein Vampir durch die Nacht. Ne? In der Liebe könntest du mit Eifersucht zu tun bekommen. Beruflich Mobbing, Intrigen, Vorsicht in Geldangelegenheiten. Man wird von einem Menschen oder einer Sache, in die man Erwartungen setzt, enttäuscht. Ne? Aber Hoffnung, großes Wasser. Das ist eine gute Karte. Diese Karte steht für einen guten Ausgang aller Vorhaben. Ne? Also du wirst zum Beispiel in der Liebe, wenn du den falschen Partner hast, vielleicht einen toxischen Partner oder gar keinen Partner, wirst du den Seelenpartner kennen, mit dem, wo du Seelenverwandt bist. Ne? Arbeit im spirituellen Bereich, vielleicht machst du da auch tiefgehende Veränderungen. Ne? Jo, positive Karte auch für Geldangelegenheiten. Ne? Also die Karte, die hebt schon wieder ein bisschen was auf. Ne? Ah, ich sag's ja. Heute hü, morgen hot. Ne? Die Karten sind wie die Launen der Leute. Ne? Im Namen Gottes. Was ist denn heute am Freitag, den 13. wichtig? Integrität. Handle entsprechend deinen Wertvorstellungen im Namen Gottes und deines inneren Wissens darüber, was für dich richtig ist. Ne? Es kann sein, dass du mediale Fähigkeiten hast und dass du die heute ganz besonders spürst. Ne? Ja, du kannst sein, dass du die natürliche Fähigkeit hast, Kontakt mit lieben Verstorbenen aufzunehmen. Also ich fahre heute zum Grab meiner Mutter, ne, und stelle dir neue Blumen und alles hin. Ne? Jo. Ja, vielleicht nimmt ja ein Verstorbener Kontakt auf. Ne? Im Namen Gottes. Was ist heute noch wichtig? Kann ja sein, dass heute ein Portal aufgeht. Ne? Ja, du bist vielleicht ein bisschen ängstlich. Ne? Ich habe ja auch. Ich habe ja Agoraphobie und alles. Ne? Bei Ängstlichkeit richte deinen Fokus auf Dienen. Dien aber dir selbst und nicht irgendwelchen toxischen Leuten. Ne? Ja, genau. Benutzt das Gesetz der Anziehung. Hm? Im Namen Gottes. Was ist denn heute noch wichtig? Am Freitag, den 13. Deine Sensibilität, ne? Ehre und respektiere deine hohe Sensibilität, denn sie ist ein Geschenk an alle, ne? Weil das ist ja das, was es heute immer weniger gibt, ne? Die können sich überhaupt nicht mehr in einen reinfühlen, ne? Ja, das ist grausig, ne? Ja, du bist wahrscheinlich auch im Namen Gottes ein Erdenengel, ne? Ein Lichtarbeiter und auf die Erde gekommen, um dich zu lehren und Liebe, ne? Höre du auf deine intuitiven Gefühle, weil du weißt, was richtig ist, ne? Dein Körper empfängt die Botschaften des Göttlichen. Hm? So, was ist denn heute noch wichtig? Also heute bist du sensibel, ne? Solarplexus-Chakra. Aha. Im Namen Gottes. Du bist machtvoll und in der Lage, auf positive Weise die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen. Das solltest du sowieso keinem anderen übertragen. Ne? So, und ich wusste, dass diese Karte kommt. Ne? Kläre deine Energie. Bitte die Engel, alle toxischen Energien zu beseitigen heute, die du vielleicht absorbiert hast. Ne? So, das kommt ja auch immer von negativen, toxischen Leuten, ne? Oder so unempathischen Leuten, ne? Und wenn du ein Lichtarbeiter, ein Erdenengel bist, dann bist du hochsensibel, Kristallkind oder Indigo, und dann nimmst du die Energien auf, wo nicht deine sind, und die ziehen dich dann runter, ne? Schütze dich im Namen Gottes. Schütze dich vor harschen und angstbasierten Energien, indem du einen Kokon heilenden Licht visualisierst, der dich umgibt. Oder du bittest Erzengel Michael, das zu tun.
Ne? Ja. Im Namen Gottes. Jo. Und dann scheust du alle negativen Energien oder toxischen Leute weg. Ne? Und tschüss. Jetzt ist es raus. Wenn ich dran verrecke und bleib auf der Strecke, das ist hier kein Gag. Und tschüss, du bist weg. Im Namen Gottes. Was ist denn heute am Freitag, den 13. noch wichtig? Ups. Jo, deine Heilung. Ne? Hier habe ich den Frosch. Hier geht's um deine Heilung. Hm? Ja, um deine Gesundheit, um dein Leben. Ne? Passt auch der Baum. Der steht ja auch für die Gesundheit. Ne? Ja, du kriegst hier einen Weg gezeigt zu einem starken Begleiter. Ne? Ja, eine neue Tür geht für dich auf. Andere, die wohl negativ sind, die schließen sich dafür. Ne? Und die führen dich in die Freiheit. Ne? Fliegender Teppich von Aladdin. Im Namen Gottes. Was ist denn heute, Freitag, den 13. noch wichtig? Jo, passt zur falschen Person. Du hast hier jemanden um dich, ja, bestimmt Fuchs, ne? Der lügt, betrügt, bescheißt dich, hintergeht dich, hat dich schon wie viel mal verraten, ne? Jemand, wo dich betuppt, das könnte ein Rivale sein, ein Partner sein, ein Ex-Partner sein. Jemand, der wo dir nur Schwierigkeiten macht, Komplikationen, ne? Wo alles unklar und unsicher ist, ne? Achte da auf dich, ne? Ja, diese Leute, die sind wie ein Drehkreisel, ne, immerzu dasselbe Verhalten. Da meint man wirklich, diese toxischen Leute, die wohl so falsch sind wie die Nacht, wären alle auf dieselbe Schule gegangen, ne. Die sind ganz einfach gestrickt, ne, die handeln immer nach demselben Muster und täglich grüßt das Murmeltier und lernen nie was dazu. Das mit diesen falschen Leuten wird beendigt, beerdigt, begraben, ne. Hier habe ich den Sarg, hm? Damit du kannst in die Heilung gehen, ne? Und dich wieder Gesundheit erfreuen, ne? Weil wenn du sensibel bist, dann macht dir das alles auch viel mehr aus, ne? Wie diesen unsensiblen Trampeltieren. Im Namen Gottes. Die blasen sich ja so auf, ne? Und machen Wunders, was sie sind, diese toxischen Leute. In Wirklichkeit könnten die unterm Teppich Fallschirm springen. Du bist viel besser und schlauer wie die. Im Namen Gottes. Was ist denn heute am Freitag des 13. noch wichtig? Oh, hier ist mir direkt die Libelle ins Auge gefallen. Ja, also du bekommst Nachrichten von der geistigen Welt, ne? Ja, empfängst Botschaft vom Verstorbenen, ne? Bitte mal um ein Zeichen, ne? Vielleicht kriegst du das geschickt. Hm? Ja. Glück wirst du haben, kleines Glück, weil das ist ein Mini-Kleeblatt. Ne? Ja. Was ist das? Ein Ornament? Das kann ich jetzt nicht einordnen. Hm. Aber hier könnte auch irgendwas Freudiges passieren, ne? Eine Einladung, ein Besuch, überraschend ein Geschenk. Ne? Ja, von Freunden, Leute, die dich mögen, die habe ich die Hundepfote, ne? Hunde, Tiere sind ja sehr treu, ne? Die begleiten dich ja, egal ob du groß, klein, dünn, dick, schön, hässlich, arm oder reich bist, ne? Die gucken nur auf dich, ne? So, hier bekämpfen dich diese falschen Leute, ne? Ja, so, hier habe ich den Schlüssel. Hier passiert was mit Sicherheit, wo du offen dafür bist und wo erfolgreich sein wird. Ne? Das kann eventuell mit Geld zu tun haben. Ne? Jo. Es kann aber auch sein, etwas, was für deine Seele gut ist. Ne? Jo. Es kann aber auch sein, nein, dass, jo, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der wohl süchtig ist. Ne? Ja, dass du dich in einer kalten Umgebung befindest. Ihr müsst mal aufpassen, ne? Wenn ihr toxische Leute in eurer Umgebung habt und die gehen so an einem vorbei, die ziehen einen richtigen eiskalten Schauer dahinter sich her, ne? Also es ist wirklich, ne? Ja, kann auch sein, dass du dich in der Dürre befindest, was Geld
angeht, ne? Ja, hier habe ich noch mal den Fisch, ne? Ja, also hier hast du es eben mit irgendjemandem zu tun, der wo süchtig ist, ne? Oder dir dein Geld abnimmt. Jemand, der wo sich benimmt wie der König eines Hofstaats. Ach Gott, jetzt die Schamsen sind sogar so komisch, ne? Aber du wirst geliebt, ne? Also hier will dir jemand eine Liebesbotschaft senden. Das kann eventuell jemand sein, der wohl schon verstorben ist, ne? So, zwei Schwäne, ein kleiner Schwan, ein großer Schwan, ne? Das bedeutet, heute dreht sich eventuell was um die Familie, ne? Um deine Kinder, ne? Und um die Liebe zu denen, ne? Ja, da wird alles gut. Hexagramm, ne? Passt ja gut zu Freitag, den 13., ne? Platt. Aha. Ja, hier kann sein, dass sich hier was gut entwickelt, ne? Ihr kriegt es aber auch mit Leuten zu tun. Hier habe ich den Steinbock, die wohl stur sind. Ne? Das sind ja auch nur unsere toxischen Leute. Ach was. Im Namen Gottes, was ist denn heute noch wichtig? Ziehen wir mal noch eine Karte. Du gehst eine feste Partnerschaft ein. Ob das eine Liebesbeziehung oder ein geschäftlicher Vertrag ist, da muss man halt eben gucken, geschenkt bekommen. Veränderungen, falsche Personen, ne? Ja, vielleicht ziehst du mit einer Liebe zusammen, verlobst dich oder heiratest, ne? Es dreht sich aber auch um die familiären Verbindungen, ne? Eventuell um Wohngemeinschaften oder freundschaftliche Bindungen, ne? Also heute kommt keine klare Aussage im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Streitigkeiten. Ja, Gericht. Vielleicht hast du mit dem Gericht zu tun, Vorlagen, Rechtsvertreter, mit Auseinandersetzung, vielleicht mit Anwalt, Staatsanwalt, Notar, Gerichtsvollzieher, Polizist, ne? Ja, in der Liebe kann das bedeuten, Trennung für Frauen, die könnten eine Herrenbekanntschaft machen, Finanz- und Forderungen. Du musst dich von Amts wegen fügen und Anordnung befolgen. Andere entscheiden darüber, ob und wie du deine Pläne umsetzt, ne? Kann natürlich sein, dass du tatsächlich eine Gerichtsverhandlung hast. Aber, ach Gott sei Dank, ne? Ich bin immer froh, dass ich noch Karten ziehe, ne? Ja, alles wird gut. Guter Ausgang in der Liebe. Also egal, was da liegt, ne? Auch wenn die Karten jetzt im Moment schwierig sind. Sobald diese Karte dabei ist, ist ein guter Ausgang sicher. Nicht nur in der Liebe, sondern auch in allen anderen Bereichen. Sorgen und Probleme lösen sich auf, ne? Happy End in der Liebe, ne? Neue Partnerschaft, Seelenverwandtschaft, ne? Beruflich kann auch sein, dass du da neue Partnerschaften eingehst oder alles bestens läuft. Familienverhältnis schön, solltest du keine toxische Familien haben, ne? Also alles wird gut, ja. Viel Geld gewinnen, materielle Vermehrung, Geldgeschenk, Erbschaft von jemandem, wo dich in der Vergangenheit sehr gern hatte, vielleicht Lotto oder Spielglück, aber rennt jetzt nicht da ins Spielcasino, ne? Das macht süchtig, ne? Vielleicht hast du einen Partner, der größte Gewinn ist, oder wirst ihn kennenlernen, oder verdienst mit deinen Talenten Geld, ne? Also wenn du hier auch nach dem Ausgang einer Angelegenheit fragst, dann kannst du auch mit Erfolg rechnen, ne? Auch wenn diese Karte jetzt die materiellen Aspekte da betont, fordert sie auf, halt eben zuzupacken, wenn das Schicksal dir hold ist, ne? Also wenn der richtige Partner kommt oder du schöne Dinge erleben kannst, dann hau nicht die Tür vor der Nase zu, ne? So, die nächste Karte ist auch sehr positiv. Verbesserung einer Situation. Du kannst deine Pläne realisieren, deine Persönlichkeit kann sich entwickeln, in der Liebe alles bestens, ne? Beruflich, vielleicht bestehst du eine Prüfung, ne? Körperlich Genesung. Diese Karte sagt auch aus, egal was jetzt hier liegt, dass etwas je nach Frage sicher eintreffen wird und sich auch, aber auch zum Guten wendet. Ne? Ja, so, und mit dieser Karte höre ich auch auf. Ich freue mich wie immer über ein Like, ein Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst, da kriegst du die Videos auch immer angezeigt. Ne? Zieh mal noch einen Charme. Ja, hier passiert was mit Sicherheit, was erfolgreich sein wird, auch in der Liebe, ne? Etwas, was dich in deinen Frieden und in deine Harmonie wiederbringt, ne? Ja, genau. So.
Dann singe ich heute mal das Heillied, ne, für die, die wo vielleicht genau wie ich auch Kopfschmerzen haben. Ne? Hm. Blumen leuchten schön, kannst so mächtig sein. Dreh die Zeit zurück, gib mir, was einst war mein. Blumen leuchten schön, lass mich nicht allein. Halt das Schicksal auf, gib mir, was einst war mein, was einst war mein. Ne? Kann ja deine Gesundheit sein, ne? Ja, seelisch, körperlich und emotional. So, dann danke ich dir mal wieder fürs Zuhören und wünsche dir einen schönen Tag, ne? Jo, passt halt ein bisschen auf, ne? Freitag der 13., wie gesagt, da sind nicht nur die Guten, sondern auch die anderen unterwegs. Tschüss.